Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von TV Mürz, Ihrem Lokalfernsehen für Mürz Zuschlag und Hönigsberg. Ich begrüße Sie diesmal aus dem Orthopädie-Schuhhaus Sommer mit der Anschrift Hauptplatz Nummer 2. Im Orthopädie-Schuhhaus Sommer wird Qualität, Beratung und beste Versorgung großgeschrieben. Gerhard Sommer beschäftigt sich mit seinem Team seit Jahren mit bequemen und schönen Schuhen und hat große Erfahrung mit MPTs. MPTs sind keine Schuhe im herkömmlichen Sinn, sondern Trainingsgeräte und als solche auch zu benutzen. Das Gehen wird angenehmer, im Bereich des Sprunggelenks, der Knie, der Hüften bzw. der Wirbelsäule lässt sich mehr Muskelaktivität feststellen. Dieses aktive Training im Alltag bedeutet mehr Stabilität und deshalb mehr Sicherheit. Das Revier Steinbauer in Mürz-Zuschlag-Ganz war kürzlich Austragungsort des Red River Working Test Finales. Bei der Prüfung der Hunde wurden Situationen aus der Jagdpraxis nachgestellt. Als Veranstalter fungierte der österreichische Red River Club. Das Gelände im Revier Steinbauer in Mürz-Zuschlag-Ganz war der ideale Austragungsort für das Working Test Finale, veranstaltet vom österreichischen Red River Club. Zu den Aufgaben des ÖRC zählt die rassegemäße Ausbildung, Führung und Prüfung der 6 Arten dieser Hunderasse. Die Geländeauswahl ist dahingehend sehr gut. Es ist auch unser Trainingsgelände für die Gruppe Mürz-Zuschlag. Und da wir sehr viele Wiesen haben, die gerade Flächen sind, und die Wallstücke dazu, die sind optimal für Retriever-Training. Die Hundeführer haben die gestellten Aufgaben gemeinsam mit ihrem Hund zu lösen. Dabei gibt es 5 verschiedene Schwierigkeitsstufen. Was hat der Hundeführer hier zu tun? Was ist Ihre Aufgabe? Ja, man muss den Hund nach Möglichkeit so ruhig wie möglich führen, den Hund Sicherheit geben, dass er nicht so nervös ist wie der Hundeführer selber, also wirklich Ruhe ausstrahlen. Und im Endeffekt, wenn der Hund gut ist, und das sind eigentlich alle hier, dann macht er die Arbeit eigentlich von alleine. Und man soll gar nicht so viel einwirken. Wenn er Hilfe braucht, muss man selber als Hundeführer auch markieren, zum Beispiel, wo der Dummy hinfällt, dass man dem Hund einfach helfen kann dann. Sie haben den Test mit Ihrem Hund absolviert. Wie sind so Ihre ersten Eindrücke? Danke der Nachfrage. Also es war sehr schön heute. Wir waren sehr, sehr schnell und sind auch sehr zufrieden. Hat er gut gemacht. Das ist ja nicht mein Job gewesen, sondern hauptsächlich dem Hund sein Job. Ich bin selber Jägerin und ich gehe sehr viel auf die Jagd mit meinen Hunden. Und die Veranstaltungen, die wir im Club haben, die sind ein gutes Training eigentlich für die Jagdhunde. Die Tests bieten die Möglichkeit, die angeborene Apportiereigenschaft der Retriever unter Beweis zu stellen. Bei dieser Prüfung werden Situationen aus der Jagdpraxis mit Hilfe von Dummies nachgestellt. Ein Working Test ist im Prinzip eine Simulierung einer Jagd. Das heißt, es werden Übungen jagdnahe aufgebaut, die im Prinzip einer Niederwildjagd entsprechen. Nur wird nicht mit Wild gearbeitet, sondern mit sogenannten Dummies, das sind Sandsäcke. Durch Working Tests haben auch Nichtjäger die Gelegenheit, ihre Hunde retrievergerecht zu führen und dadurch die natürlichen Verhaltensweisen dieser Rasse zu fördern. Wir waren das ganze Jahr sehr fleißig. Sonja und ich haben uns qualifiziert für das Finale, genannt das Best of Best. Und es ist uns natürlich eine Ehre, hier teilzunehmen. Für mich auch. Ich bin sehr stolz auf meinen Hund, dass er das Jahr über sehr brav gearbeitet hat und wir uns damit für heute qualifiziert haben und hier teilnehmen konnten. Der Retriever wird aber nicht nur zur Jagd eingesetzt. Er eignet sich auch als Therapiehund oder Spürhund und für Einsätze nach Unfällen und Katastrophen. Aufgrund seiner typischen Eigenschaften wie freundliche Art, ausgeglichenes Wesen, Weichmäuligkeit und ruhiges Verhalten im Haus entscheiden sich heute immer mehr Menschen für einen Retriever als Familienhund. Die Jausenstation Granitzbauer verwöhnt die Gäste bereits seit 10 Jahren. Aus diesem Anlass lädt die Familie Schrothofer am Samstag, den 11. Oktober, ab 15 Uhr zu einer Jubiläumsfeier mit Sturm und Maroni, köstlichen Schmankerln und steirischer Musik. Also vormerken, 11. Oktober, 10-Jahresfeier beim Granitzbauer. Schon mehrfach stellte die im Schwarzwald lebende Fotokünstlerin Anne Speyerer im Rathaussaal ihre Werke aus. Und auch diesmal kamen zahlreiche Gäste zur Ausstellungseröffnung.
die von zwei Alphörnern musikalisch umrahmt wurde. Mit den kräftigen Klängen des Alphorns wurde die Fotoausstellung Licht und Schatten eröffnet. Der Bürgermeister und ein Teil des Gemeinderates haben ihre Sitzung unterbrochen, um an der feierlichen Eröffnung teilzunehmen und der Künstlerin ihre Ehre zu erweisen. Ja, so ist es. Wir haben aber auch sehr gerne diese Pause eingelegt, weil wir es sehr schätzen, in unserem Rathaus Platz zu haben und auch Nachfrage zu haben nach so kleinen, feinen Ausstellungen. Das Zuschlag hat ja wirklich ein sehr großes Kulturangebot, aber das sind eben so ganz besondere Dinge, wo sehr viel persönliches Engagement und Liebe und Begeisterung drinnen steckt. Das würdigen wir sehr gerne und wir freuen uns sehr, dass wir dabei sein dürfen. Kultur hat im Zuschlag einen hohen Stellenwert. Diesmal ist es eine Ausstellung einer begabten Fotokünstlerin, die nicht nur den Kulturreferenten erfreut. Diesmal sind, wie gesagt, halt Fotos dran und die Frau Speyerer ist ja nicht das erste Mal her. Sie ist ja wirklich das sechste Mal schon hier und man sieht immer wieder was Neues von ihren wunderbaren Aufnahmen. Und nächstes Mal ist halt wieder ein Maler dran oder sonst halt ein Künstler, der was darstellende Kunst hat oder sonst halt Skulptur oder etwas bringt, je nachdem. Für uns sind alle willkommen. Die in Nürnberg lebende Künstlerin ist Autodidaktin und bis zum heutigen Tage ihrer alten Spiegelreflexkamera treu geblieben. Ihre Vorliebe gilt der Natur. Kann man sagen, dass Sie eine grüne Seele haben, die sich in Ihren Bildern widerspiegelt? Ja, das kann man schon sagen. Und da ist auch wieder mein Mann mit beteiligt. Wir sind ja sehr viel gewandert früher, wenn wir jünger waren, und haben immer wieder botanisiert. Wir haben also dreimal so lange gebraucht für eine Wanderung wie andere Leute und haben die Pflanzen alle ganz genau angeschaut. Bei all ihren Ausstellungen wird Anne F. Speyerer von ihrem Mann begleitet und unterstützt. Der pensionierte Gartenbauingenieur dekoriert in liebevollster Weise die Ausstellungsräume, Tische und alles, was dazugehört. Stolz präsentiert er seine Werke und wird nicht müde zu erzählen, wie viel Freude ihm seine Arbeit bereitet. Es ist kaum zu glauben, dass dieser Zierpflanzenbauer, wie er sich selbst nennt, gerade seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Ich schneide dann Sachen, die zu diesem Zeitpunkt, wo sie eine Ausstellung hat, schnittreif sind und stopfe die in mein Auto rein. Ich habe alleine etwa 3 Stunden Auto beladen und dann fahre ich es da runter und dann fülle ich eben hier die Vasen und mache kleine Tischgestecke und so weiter. Ja. Die Ausstellung verweilt noch bis 24. Oktober in der Rathausgalerie. Meistens wird auch die Künstlerin selbst anzutreffen sein. Machen Sie sich selbst ein Bild. Sie werden genauso begeistert sein wie die Gäste am Eröffnungsabend. Ich sehe diese Ausstellung jetzt zum zweiten Mal und bin jedes Mal wieder beeindruckt von den tollen Bildern, die diese Frau fotografiert. Ja, gefällt mir sehr gut. Sie macht es so, also sehr schön und so ist in Ordnung. Und kennen natürlich fast jede Ausstellung von ihr. Und sind natürlich sehr geehrt, dass wir wieder eingeladen wurden von der Familie Speyerer. Ja, sehr gut. Wir kennen ja die Anne schon lang und sind bei jeder Ausstellung fast immer dabei und schauen uns das an, was sie macht. Und sind von ihren Fotos begeistert? Ja, freilich. Immer wieder. Sie macht schon tolle Sachen. Alles für den Hund unter einem Dach, das findet man in der Pfötchenwelt in Langenwang. Das Hundeparadies ist in der Lage, komplette Lifetime-Lösungen für jeden Hundebesitzer anzubieten. Neben der Tierarztpraxis und dem Hundefriseur unterhält die Pfötchenwelt die Welpen- und Hundeschule ÖRV Langenwang. Der Hundeprofi-Betrieb arbeitet dabei sehr eng mit der Veterinärmedizinischen Universität Wien zusammen und hat sich zum Vorzeige- und Leitunternehmen bezüglich Hundehaltung, Hygiene und Hundeausbildung entwickelt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Hundepension, in der sich der vierbeinige Racker mit Sicherheit pudelwohl fühlen wird. Im hauseigenen Shop findet sich vom Lieblingsfutter bis hin zur noblen Sonntagsleine alles, was das Hunde- und auch das Katzenfanherz begehrt. Das Team der Pfötchenwelt freut sich schon auf Sie und Ihre vierbeinigen Begleiter und wird Ihnen die Zeit in der Pfötchenwelt zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Weitere Informationen finden Sie unter www.pfötchenwelt.com.
Das Hammerhaus Stüberl in Grautschenhof ist seit der Neuübernahme ein kulinarischer Treffpunkt. Mit verschiedenen Veranstaltungen bietet die Familie Vogt den Gästen im Laufe des Jahres außerdem ein buntes Programm. Eberhard Vogt, der Besitzer vom Hammerhaus Stüberl, ist für seinen Unternehmungsgeist bekannt. So war es nicht verwunderlich, dass er mit einer neuen Veranstaltung aufhorchen ließ. Ein Bikertreffen wurde organisiert. Wir waren der Meinung, nachdem wir im Juli die EM-Abschlussparty hier schon mal hatten, danach das Kaltenbachfest, Kirtag, dass dann im Herbst normal hier etwas flau ist, nochmal eine Granate loszulegen, mit Biker, mit Rennen, mit Zelt, mit Hüpfburg, mit Rundfahrten, mit Musik. Das volle Programm nochmal, um dann den Herbst ausklingen zu lassen und im Winter wieder was Neues zu starten. Vieles wurde für diese Veranstaltung mit Aufwand organisiert. Doch selbst die Juniorchefin musste schmerzlich zur Kenntnis nehmen, dass nicht immer alles planmäßig verläuft. Leider sind hier durch behördliche Auflagen Sachen entstanden oder neue Konfrontationen, mit denen wir gar nicht gewappnet waren. Und wir lernen daraus, es nächstes Jahr besser zu machen. Aber es ist schon sehr traurig und Hut ab vor den Ganzen, die doch noch dann gekommen sind. Im Stüberl vom Hammerhaus war eine Kunsthandwerksausstellung zum Thema Blumen und Airbrush zu bewundern. Unsere normalen Öffnungszeiten, die kennt man ja dann schon. Dienstags haben wir Ruhetag. Ansonsten der Woche ab 13 Uhr geöffnet und Samstag und Sonntag und Feiertag ab 10. Das Team rund um Eberhard Vogt freut sich, Sie bei einem Besuch mit guter Hausmannskost und erlesenen Weinen aus dem gut situierten Weinkeller zu verwöhnen. Diese Niederlage oder Absage des Rennens heute nicht entmutigen und planen jetzt im Herbst eine Blaufahrt, die noch ganz geheim ist. Wir rechnen damit 80 Leuten, wir fahren damit zwei Bussen, werden danach hier eine Jause einnehmen, sowas wie eine Schnitzeljagd, dass der Zusammenhalt ins Spital und durch die ganzen Gäste, Hammerhaus und andere Gastronomiebetriebe, mit denen wir einen sehr guten Kontakt haben, weiterhin gewahrt bleibt. Familie Vogt lässt sich trotz mancher Rückschläge nicht entmutigen und wird weiterhin mit Enthusiasmus versuchen, ihre Pläne zu verwirklichen. Das Orthopädie-Schuhhaus Sommer führt seit über einem Jahr exklusiv im Mürztal die Marke El Naturalista. Ein hochmodischer Schuh, erzeugt nach ökologischen Gesichtspunkten. Auffallende Schuhe in den verschiedensten Farben und super bequem. Außerdem werden in der eigenen Werkstätte orthopädische Schuhe, Einlagen für den Alltag, aber auch Sporteinlagen für Läufer und Wanderer gefertigt, damit die Kunden auch in ihrer Freizeit beschwerdefrei unterwegs sein können. Mit diesen Informationen über das Orthopädie-Schuhhaus Sommer geht unser Wochenmagazin zu Ende. Im Namen des gesamten Teams von DV Mürz danke ich Ihnen fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.